Rein geografisch liegt Landau in der Pfalz, nicht unbedingt mittendrin in Deutschland. Doch hier gleich um die Ecke feierte 1832 die deutsche Demokratie ihre Geburtsstunde. Und zum Hambacher Fest auf dem gleichnamigen Schloss zog es damals auch viele Studenten aus den Hörsälen, infiziert vom Virus der Freiheit. Heute ist der Campus der Universität Landau wieder verwaist. Aber gerade, weil sich niemand infizieren will und weil die Freiheit wegen des Coronavirus gerade eingeschränkt ist. Normalerweise würde es hier an Orten wie der Bibliothek jetzt zu Semesterbeginn wimmeln vor jungen Lehramtsstudierenden. Aber die Lehrerinnen und Lehrer von morgen müssen heute mit Abstand lernen. Und das heißt digital. Christian Kretschmer. Das pralle Studentenleben. Es fehlt. Der Campus der Uni Landau ist wie ausgestorben, Semesterbeginn im Lockdown. Jonas Patrikalos startet hier in sein Studentenleben. Simone Mangold ist seine Erstipatin und führt ihn über den Campus. Ich darf sie begleiten. Hallo. Nehmt ihr mich mit? Du zeigst, wo es lang geht, Simone? Ja, wir finden auch Festivals statt, Sommercafé zum Beispiel. Also all die ganzen schönen Sachen, die wir Erstis jetzt leider nicht mitbekommen. Genau. Mit welchem Gefühl startest du jetzt an dein erstes Semester? Mit einem nicht besonders guten, weil man sich sehr irgendwie ein bisschen vernachlässigt auch fühlt und halt auf sich allein gestellt. Und ich eben die Sorge habe, dass ich halt keine Leute, keine Mitkommilitonen kennenlerne. 8500 Studierende gibt es hier. Die muss man zurzeit aber suchen, nicht nur in der Bibliothek. Studentin Simone ist vor 2 Jahren von Köln nach Landau gezogen. Sie mag die familiäre Atmosphäre in der kleinen Stadt eigentlich. Also alle sitzen irgendwie zu Hause, alleine. Man trifft sich höchstens mal über Skype oder ähnliches. Aber dieses Typische, man kommt in eine Kneipe rein und trifft gleich viele Menschen, die man kennt, ist natürlich nicht. Die Konsequenzen spürt man auch wenige Kilometer entfernt in den Studentenwohnheimen. Hier treffe ich Raquel Capella. Vor einem Monat ist sie aus Brasilien angereist, macht hier ihren Master in Umweltwissenschaften und hat die ersten Wochen ihres Auslandsabenteuers alleine in Quarantäne verbracht. Das ist dein Apartment? Ja, das ist mein Apartment. Alles in einem. Mein Büro, meine Küche, mein Schlafzimmer. Und die Uni auch? Ja, die Uni ist direkt da. Ein Semester vor dem Laptop auf 15 Quadratmeter. Raquel bleibt optimistisch, auch wenn ihr ein Gedanke Angst macht. Ich befürchte, dass ich im Winter noch mehr Heimweh bekomme. Und ich weiß, dass dieser Moment kommen wird. Aber die Unterstützung hier ist sehr gut. Also, ich hoffe, dass es nicht zu schlimm wird. Auf der anderen Seite des Bildschirms auf dem Campus sitzen Dozenten wie Björn Riesch. Der Professor bildet angehende Chemielehrer aus und zeigt ihnen kleine Experimente für den Schulunterricht schon mal vor der Webcam. Dozieren auf Distanz. Ja, das fällt mir schwer. Also ich bin schon ein bisschen so eine Rampensau, die irgendwie auf der Bühne steht und mit den Studierenden gemeinsam irgendwie was erarbeitet und auch vielleicht hinterher ja, das Feedback genießt, den Applaus genießt. Und das ist jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo die sitzen. Die Krise auf dem Campus hat auch handfeste wirtschaftliche Folgen. Die spüren vor allem die Beschäftigten in der Unimensa, wie Koch Pierre Dacke. 50 Mitarbeiter, die Hälfte des gesamten Gastro-Teams, mussten im Sommer gehen. Unsere ganzen Saisonkräfte haben alle keine neuen Verträge bekommen. Leider Gottes. Jahrelang schon hier gewesen. Das bereitet auch ihm Sorgen. Ich bin Familienvater von 2 Kindern und ich brauche den Job definitiv. Deswegen bin ich in den öffentlichen Dienst gegangen, dass ich einfach Sicherheit habe. Momentan in der jetzigen Lage weiß ich nicht, ob das noch so Bestand hat. Ja, das gibt einfach definitiv Existenzängste. Heute verkaufen sie kaum noch 50 Essen, statt sonst 1200. Kompensieren soll das ein Foodtruck. Noch steht er auf dem Campus, soll aber schon bald mobil Essen zu Studierenden in der ganzen Region bringen. Denn allen hier, auch den Studierenden selbst, ist klar, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich der Campus nach der Corona-Krise wieder mit Leben füllt.